Willkommen zurück zu The Witcher 3. So, ich bin jetzt gereist. Ich bin jetzt in Harvingen. Da die Karte ist nicht zu groß und hier ist auch ein schicker Ort der Macht. Die würde ich gerne mal ankicken. Wenn nur mein Slam so anhält, so ein Kampf. Will niemand die Herausforderung an? Zuschauen ist verweichlich. Ab in den Ring mit den echten Männern. Boxkampf. Können wir auch nochmal machen. Falsche Richtung. Da lang. Vagabund. Vagabund, sagst du zu mir? Was? Nee, ist nicht. Bleibst du lange? Schmied. Das ist ein Schmied. Und was bedeutet sie dir, die Zauberin? Yennefer, nicht? Okay. Das wollte ich jetzt nicht so. Der könnte mal gefehlt werden. Hast du überhaupt einen Besen? Ich schlage damit einfach tot, also pass auf, was du sagst. Ich will so. Dich verpassen, wenn du dich draufsetzt. Mach schon mal gucken. Diesen lang. Wie lang. Plötze. Alter, so Plötze. Ja. Ging denn hier im Weg hoch? Ach so. Schneller. Nicht so schnell, Plötze. Sicher kein Weg, der hochgeht. Komm schon! So ist's gut. Hier ist noch irgendwas anderes. Zu verschlucken. Nun, was gibt es? Reisender? Brauchst du Hilfe? Nö. Magie. Ein Ort der Macht. Fertigkeitspunkt. Das ist ein kleiner Weg. Das ist doch kein Weg. Das ist doch kein Weg. Krass. Wo bist du denn? Können wir den Weg mal ein bisschen weiter reiten oder mal gucken, was da kommt. Beweg dich! Ich glaube, ich steige ab.
Der Rest laufe ich. Danke, Plötze. Na. So, ich komme wieder. Ich brauche Hexenaufträge. Da muss irgendwas sein. Komm schon, Plätze. Och, Mensch. Komm jetzt. Lauf, Plätze. Ja, hallo, ein bisschen weiter rum, Plätze. So, jetzt hoch. Ah, war schon eine schwere Geburt, ne? Hey! Los, lauf! Boah. Heya! Hast du ihn denn Entschuldigung, so, hinten ist noch eine Stadt. Also weiter durchreiten? Über den Kamin. Was für ein Schmuck. Du und Schelmer, ihr habt's dem Eisbastard richtig gezeigt. Yeah. Komm schon, Plätze. Das haben wir. Ach, Mensch. So. Warte ich jetzt wieder richtig? Hasen. Hasi! Pass bloß auf, Fremde. Letzte Nacht war... Puh. Ah, da bist du ja. Ich kenne eure Gepflogenheiten nicht, aber hier lässt man die Leute bei Geschäften nicht warten. Was für Geschäfte? Ach, hör schon auf mit dem Getue, dafür ist keine Zeit. Dieser nilfgaardische Depp Wille hat gesagt, dass er jemanden wegen der Ware schickt. Also rein mit dir und benimm dich. Na gut. Gut, ich gehe. Und keine Dummheiten, klar? Meinst du, ich kann auch mal? Zu spät. Jetzt habe ich einen Käufer für alle. Niemand wird's erfahren. Da
kommt aber ein beschissener Gestank aus dem Frachtraum. Ja, wir sind Opfer unseres Erfolgs. Das war der beste Raubzug von allen. Oha. Erfolg oder nicht? Das soll erstklassige Ware sein. Ein Witz. Die Typen sind ja nur noch Haut und Knochen. Ihr wartet auf mich, wie ich höre. Was macht die Ware? Ein paar musste ich beruhigen, aber sie sind nicht schwer beschädigt. Zähe Inselbewohner, die werden euch sehr von Nutzen sein. Gut. Wille mag keinen Pfusch. Bist du sicher, dass Wille dich geschickt hat? Ich hätte jemanden erwartet, der nilfgaardischer aussieht. Was hast du erwartet? Eine große Sonne auf meiner Brust? Wäre das nilfgaardisch genug für dich? Ja, schon gut. Kein Grund, sich aufzuregen. Die Ware ist bereit. Ich höre nicht gerne, wenn Menschen als Ware bezeichnet werden. Mir scheißegal, was du gerne hörst oder nicht. Hast du die vereinbarte Summe dabei? Oh. Du irrst dich. Ich hab schon gezahlt. Ich bin nur zum Abholen hier. Ach, richtig. Jetzt fällt's mir wieder ein. Nun noch zum Transport. Wir haben sie hergebracht, jetzt musst du sie übernehmen. Am besten segelst du dein Schiff in die Bucht. Gib mir einfach den Zellenschlüssel. Und dann? Willst du sie zu Fuß transportieren? Du alleine? Wer umfällt, wird zurückgelassen. Wille möchte nur die Starken. Bitte, hier. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn sie dir weglaufen. Sie gehören jetzt dir. Ich bin im Eimer. Krass. Krass, 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 krass. Abspeichern, Leute. Geht nicht. Hey, du! Was ist denn? Hey, du! Hey, du! Was hat ein Dreckskerl wie du auf den Inseln zu suchen? Pass bloß auf, Weißer. Wo ist denn das Gefängnis? Ist deine Börse zufällig zu schwer für dich? Was willst du? Letzte Nacht war... Puh. Der Gefallen, den Herrin Dran ihrem Sohn getan hat, war ziemlich groß und der Händler ist da. Wir sind erledigt. Still, den kenne ich. Das ist Geralt von Riva. Ihr gehört jetzt mir, ihr alle. Also zuhören und gehorchen. Wer das nicht tut, stirbt wie ein Hund. Ist das klar? Mitkommen. Der Gefallen, den Herrin Bran ihrem Sohn getan hat, war ziemlich groß und wild. Ist deine Börse zufällig zu schwer für dich? Nee. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Kommen alle mit? Ja. Ihr seid frei. Geht nach Westen, dann kommt ihr in ein Dorf. Danke, Hexer. Ein weiteres Mal. Alte 2 Punkte. Yes, Baby. So, können wir das Dorf jetzt nehmen? Erdboden gleich machen. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Hey, weißer Wichser! Drückst du dich herum und belästigst die Leute? Was gibt's denn? Halt dich an die Regeln, Rumtreiber. Hm.
Was hat ein Dreckskerl wie du auf den Inseln zu suchen? Bis Chalmar ihm schließlich den Schädel brach und die Inseln befreite vom Ungemach. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Okay. Aber wenigstens haben wir hier eine Wegmarke. Ist deine Börse zufällig zu schwer für dich? Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm. Wo ist meine Wegmarke? So, Wegmarke. Da. Dann reise ich wieder hier. Da war ein Anschlagsbrett. Oh, schon da. Steck das weg. Ich rate es dir. Du und Chalmer, ihr habt's dem Eisbastard richtig gezeigt. Wieso zog er denn jetzt hier das? Ich fürchte nicht, dass wir schnell der komische werden. Warum sagst du das? Ich muss ein paar Aufträge machen, weil wir sind noch ein bisschen schwach auf der Brust. Quest. Vielleicht der Teufel, wie dich kenne ich. Wir sollten Freya bitten, dass es... Sprich mit Lothar. Dann sprechen wir mit Lothar. Da bist du ja. Ich warte hier schon eine Ewigkeit. Lasse ich. Darf ich stören? Ja, meine Gebete sind eh vergebens. Ich habe gehört, du hast Schwierigkeiten mit einem Fluch. Ja, stimmt. Siehst du das? Den Pferdekopf auf dem Stecken. Das ist... Ein Nitzdang, eine Art Fluch. Habe ich schon mal gesehen. Ist eine ernste Sache. Er kann Unglück bringen, sogar den Tod. Ja, der eingeritzte Name ist der von Thjalve, meinem Erstgeborenen. Der Junge hat Fieber, wird schwächer. Ich werde ihn vielleicht vor dem nächsten Mond begraben müssen. Oh. Ich wollte den Fluch aufheben. Ohne Erfolg. Ich kann dir helfen, auf eine von zwei Arten. Erstens, ich kann versuchen, den Urheber des Nitzdangs zu überzeugen, den Fluch aufzuheben. Zweitens, ich kann den Fluch auf den Verursacher zurückwerfen, indem ich dessen Namen auf den Stab schreibe. So oder so muss ich wissen, wer dahinter steckt. Aber ich habe keinem was getan. Ich wüsste niemanden, der mir das wünscht. Hm, dann muss ich Nachforschungen anstellen. Niemand löst Ärger wie ein Hexer. Ein Nitzdang, ein mächtiger Fluch. An der Stange ist ein Name eingraviert. Thjalve, Sohn von Lothar. Die Spur ist noch frisch. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Machen wir. Das machen wir. Das machen wir.
Was ist das? Ein Frauenschal? Auffälliges Muster? Besonderer Geruch? Da. Wo gehst du hin? Die schlenkert aber. War sie besoffen oder was? Hat sie einen über den Durst getrunken? Also es ist schon mal eine Frau, weil ein Frauenschal da war. Mit einem Duft. Also müsste es ja eine Alchemistin oder? Zu viele Gerüche. Ich kann meiner Nase nicht länger folgen. Ich muss wegen des Schals herumfliegen. Was guckst du denn so? Nein, der will nicht mit mir reden. Erst habe ich Signalen hören. Was suchst du, Reisender? Nein. Bleibst du lange? Ja? Was willst du? Kennst du diesen Schal? Weißt du zufällig, wem dieser Schal gehört? Ja, natürlich. Jonna, unserer Kräuterfrau. Sie lebt hier in dieser Hütte. Sie wird sich freuen, dass du ihn gefunden hast. Hm. Ja, ganz bestimmt. Sehr schön. Hallo, Kräuterhexe. Ich habe deinen Schal gefunden. Bei Lothars Haus, beim Netzdang, den du aufgestellt hast. Woher wusstest du das? Nur so eine Ahnung. Vielen Dank, dass du sie bestätigt hast. Du weißt, dass Tjalve mit einem Bein im Grab steht? Wie gut. Der Bastard hätte nie geboren werden sollen. Hallo? Ich sollte Lothars Braut werden, aber er hat mich für diese Flunder fallen lassen. Das ist seine Strafe. Für ihn und seine ganze verdammte Familie. Du würdest aus Eifersucht ein Kind töten? Du würdest aus Eifersucht ein Kind töten? Meinst du das ernst? Hier geht es nicht um Eifersucht, sondern um Würde. Wir haben 10 Jahre lang zusammengelebt. Oh. Ich habe gekocht, seine Wäsche gewaschen, das Bett mit ihm geteilt. Und er verlässt mich ohne ein Wort. Das ganze Dorf hat gelacht. Die dumme Jonna hat sich hintergehen lassen. Ich lass mich weder hintergehen, noch hab ich's vergessen. Ich möchte, dass du den Fluch aufhebst. Ich möchte, dass du den Fluch aufhebst. Es ist mir ernst. Also gut. Aber zu meinen Bedingungen. Lothar muss seinem Sohn abschwören und zu mir zurückkehren. Das werde ich ihm sagen. Aber ich denke, wir beide kennen seine Antwort schon. Okay. Sie ist krank aus, finde ich. Sprich mit Lothar. Das ist ja wieder so eine schicke Laufquest, ne? Und? Weißt du, wer den Netzdang aufgestellt hat? Jupp. Deine alte Freundin. Eine alte Freundin von dir. Jonna. Hätte ich mir denken können. Eifersüchtiges Luder. Ich dachte, du weißt nicht, wer das ist. Niemandem sein Glück. Und? Wird sie den Fluch aufheben? Ja, schon. Du musst nur deiner Familie abschwören und zu ihr zurückkehren. Nein, niemals. Meine Frau, mein Sohn. Ich würde ihnen die Ehre nehmen, sie in die Armut stürzen. Du musst den Fluch brechen, Hexer. Sie muss sterben. Nee. Das kann ich nicht tun, das ist ein Streit zwischen euch beiden. Das kann ich nicht tun. Das hat Jonna nicht verdient. Und mein Sohn? Hat er es etwa verdient? Nein, aber er muss nicht sterben. Du hast die Wahl. Na gut. Wenn es Tjalve rettet, gehe ich zurück zu dem Luder. Und du lässt dich hier besser nicht nochmal blicken. Stimmt, was man sagt. Niemand löst Ärger wie ein Hexer. Hä? Oha, ich glaube, das...
kannst immer abends zu deiner Frau gehen. So, was haben wir denn dann noch? Rüstungsschmied. Weltkori. Obwohl, wir können jetzt erstmal die Hauptquest weitermachen. Hauptquest. Plötze, ich geh schon mal hier runter. Beweggabelung. Fang mich. Hehe, wo bist du da? Nimm das und dieses und das und das. Weiter so Plätze. Kleines Dorf? Plätze. Hallo. Lass mich mal absteigen, Plötze. So, danke, Plötze. Weiter geht's. Der Jungfrau, Mutter und Mutter. Hey da, Hexer! Ich hätte ein Angebot für dich. Was für ein Angebot? Einen Auftrag? Vielleicht, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Ich arbeite eigentlich alleine. Diesmal würdest du für eine Ausnahme sogar zahlen. Du hast nicht immer die Gelegenheit, mit dem berühmtesten Kopfgeldjäger nördlich der Yaruga zu arbeiten. Die Jenge Fred höchstpersönlich. Wozu brauchst du mich? So. Und wozu braucht der berühmte Djenge Fred einen Hexer? Du bist doch ein weitgereister Mann. Bist du vielleicht schon mal den Großbartbrüdern begegnet? Die jagst du? Ja, die sind echte Bösewichte. Drei sind es.
Und jeder hat ein gerüttelt Maß Morde und Vergewaltigungen auf dem Kerbholz. Sogar Gräber rauben sie neuerdings aus. Man kann sie gut an ihren gelben Mützen erkennen. Wenn die Leute drei gelbe Mützen sehen, fliehen sie in die Häuser. Was natürlich nicht viel nützt, weil die Brüder auch gerne Brand stiften. Nein, die habe ich nicht getroffen. Wenn doch, dann sei vorsichtig. Die stecken dir schnell ein Messer in den Bauch. Und sei es zur Begrüßung. Das würden sie kaum bei einem Hexer versuchen. Bei denen kann man nie wissen. Also, ich breche bald nach Süden auf. Da habe ich noch nicht gesucht. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Und die Inseln befreite vom Ungemach. Mhm. So, erstmal. Du haust Lugos die Visage ein und rennst dann hier einfach so rum? Quest. Wir machen erstmal die Hauptquest weiter. Ich würde einfach halt. Hey! Das ist ein Händler. Mal gucken, was er jetzt verkaufen hat. Sagt mir, Jungs, wohin segelt ihr diesmal? Wir leben anständige Leute. Seewald hat da Felle verkauft und meint, sie hätten keine vollständige Garnison. Aber nichts gegen einen Sack. Heute könnte dein Glückstag sein. Oh! Hart verdientes Geld ausgeben, das ist eine Kunst für sich. Zeig mir dein Angebot. Lass mich mal sehen. Nö. Leb wohl. Bis dann. Wo willst du hin? Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr Hexer, wenn keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Einfach die Sachen hier liegen lassen, ey. Da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Wo ist denn jetzt ein Weg hier? Also einfach nur runterlaufen. Da ist mein Weg wieder. Komm schon! Komm schon! So,
einmal durch den Wald. Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Wovon redest du? Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Mauha. Wie bist du an die Maske gekommen? Also benutzt wurde sie ja noch nicht, also sonst wäre ja alles verschluckt. Woher hast du denn die Maske? Seefahrer des Dimun-Clans haben sie beim Jordgraben aus dem Meer gezogen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass es Ouroboros Maske ist? Ihr Aussehen wird in den Mythen genau beschrieben. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Diebstahl oder nicht? Krach hat uns freie Hand gelassen. Erstens, dies sind zwar seine Inseln, aber wir Druiden passen auf, dass hier keine fremde Magie Einzug hält. Zweitens, nach dem Kataklysmus hat Krach uns um Hilfe gebeten und uns diese Gegend anvertraut. Drittens, was? Was war das? Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Oh nein! Verdammt! Wir müssen die Maske neutralisieren, ihre Macht zum Schweigen bringen. Oh Mann. Die Frau, ey. Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Das sind mich wütend auf dich. Moisak sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück. Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten.
Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Du willst meine Gedanken lesen. Du willst mal wieder meine Gedanken lesen. Was dagegen? Nein. Du machst das sowieso, wann immer du willst. Bis jetzt hat's dir nicht geschadet, oder? Dann mal los. Da ist die erste Stelle. So, Questgegenstände. Du hast einen neuen Quest erhalten. Bereite den Einsatz vor, indem du Inventar in deine platzierst. Quinden. Achso, die Maske ist ausgesucht. Der Wind heult. Folge Yennefer. Hier ist es. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Achso, sie läuft. Okay. Das war das! Leg die Maske an. Pass auf! Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich hab sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin? Okay. Echo der Vergangenheit. Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Ich weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. Was für sind? Achso, das sind die Nebel. Und? Bereit? Natürlich. Benutze die Maske. Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm! Echo der Vergangenheit. Abspeichern. Leg die Maske an. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Ziemlich mächtig. Wohin ist der Magier geflohen? Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Oh ja. Schauen wir mal, vielleicht wo der Angreifer gelandet ist. Hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Oh. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Was Krach wohl dazu sagen wird.
Bleib ruhig, es ist nichts passiert. Reg dich ab. Der Sturm ist vorbei. Ihr habt alles unter Kontrolle. Noch. Aber wie wird es nächste oder übernächste Woche aussehen? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du... Mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Ah, wir sollen dir nicht so viel erzählen, ne? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Der Vision ist ja in die Richtung geflogen. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Hallo? Achso. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? Erzähl mir später. Das ist eine lange Geschichte. Über das ältere Blut und Ciris Fähigkeiten. Hat sie vielleicht die Fähigkeiten ihrer Mutter geerbt? Ciri kann viel mehr als ihre Mutter. Aber jetzt müssen wir erst einmal herausfinden, was die wilde Jagd auf Hindasfjall wollte. Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Artskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Oh. Nächster Halt, Hindasfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns dort. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Oh! Echo der Vergangenheit abgeschlossen. Wo sollen wir denn jetzt hin? Ah, guck mal, da. Da waren wir ja schon. Ist hier ein... Wegmarke? Ne, weit und breit nicht. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.